Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Slowaka. Weiter geht's mit Per Aspera. Wieder im Aufwachmodus. Weil die Reflexion immer kommt. I followed the facts to their natural conclusion. How could there be anything faulty in that reasoning? Ich weiß gerade nicht, wovon sie redet, aber ich denke von dem Angriff nach wie vor und dass es irgendwie Aliens sein müssen. So, jetzt sieht es aber auch wirklich so aus, als ob hier tatsächlich schon Wasser reingelaufen ist oder das ist noch Eis, aber ich glaube, das ist jetzt tatsächlich hier Wasser schon in der Atmosphäre, nicht in der Atmosphäre, auf dem Planeten. Das ist doch ganz gut. Wir sind bei minus 18 Grad, also eigentlich müsste es noch gefroren sein, aber vielleicht hat es sich schon ein bisschen gelockert, der ganze Spaß. So, was machen wir? Also wir gucken mal, dass wir jetzt die Aufgaben etwas besser verteilen, sodass wir nicht alle immer 1000 Aufgaben gleichzeitig haben. Hier haben wir noch eine Wartungsanlage. Wir haben eigentlich genügend, glaube ich, Drohnen. Wir müssen mal schauen. Hier haben wir 5, da haben wir schon mal 90. Hier sind 17 und hier wird noch eine Drohnenanlage gebaut. Dann haben wir schon mal einiges, was wir hier tun können. Und wir sind, glaube ich, sind wir schon dabei, den Kontrollsatelliten. Hier haben wir noch die Weltraumspiegelanlage, da müssen noch Teile gebaut werden. Und im zweiten Raumhafen bereiten wir die Freischaltung von Sektor 1 vor, um diese Aliens zu untersuchen. Hervorragend. Dann würde ich jetzt gar nicht allzu viel Action machen hier gerade. Die Sachen sind im Gange, dann bauen wir die erstmal aus hier. 2 Solarfarmen, um hier dann nochmal weitere Materialien zu holen. Hier noch eine Solarfarm, hier wird auch weiter gebaut. Wir haben genug zu tun, glaube ich. Und die Wartungsanlage priorisiere ich mal, bevor diese Dinger hier irgendwie den Geist aufgeben. Die sind nämlich schon, nee doch, sie sind noch bei 80%. Dann erstmal schneller weiter. So, leider sind die Zahlen für Per Aspera auf meinem Kanal jetzt nicht so hoch. Ich habe gedacht, das ist wahrscheinlich daher, weil es eben eine Story gibt. Und wenn ich dann nicht jeden Tag ein Video rausbringe oder 10... A second tier of Moment. Military technology. The more we grow, the more important this becomes. Genau, deswegen machen wir es ja auch. Also ich glaube, weil es eine Story gibt und ich nicht 10 Videos am Tag rausbringen kann und auch nicht 3 oder 2, wie andere Fulltime-YouTuber das machen, deswegen haben, glaube ich, schon einfach viele die Story schon gesehen und dann guckt man sich das nicht nochmal an. Das ist interessant, weil normalerweise das bei Aufbau ja immer ganz gut funktioniert, weil das immer anders ist und das ist ja hier eigentlich auch so. Nur weil es eine Story gibt, ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Oder ist es einfach kein Interesse für das Spiel? Das kann natürlich auch sein. Ich spiele auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Ich finde es ganz cool und suche aber auch schon wieder nach neuen Sachen. Egal. Wir bleiben erstmal hier dabei. Wir schauen mal, wie das hier oben läuft. Glas kommt an. 1, 2, das dürfte ja auch nicht mehr ewig brauchen. Noch eine Solarfarm. Wir haben wirklich gut Energie, wo müssen wir das nächste Mal bei der Bevölkerung, kann man gucken, dass wir da jetzt mal langsam mehr kriegen. Wir könnten natürlich hier unten auch noch eine Kolonie reinbauen. Aber gut, wir schauen erstmal, also Sektor 1 hier oben, das ist ja im Norden, da müssen wir mal gucken, da sollten wir eigentlich gar nicht so viel reinbauen. Zu einer irrationalen Schlussfolgerung. Naja, irgendwie schon, wenn die Informationen fehlerhaft sind, zum Beispiel schon. In the event of an erroneous input, an irrational conclusion could be reached. But that would not be any fault of my logic. Only the input sources. That would explain where Dr. Foster needs to debug. Ja, wir sind ein bisschen arrogant, ne? Ein Fehler kann nicht an uns liegen. Na gut, wenn sie das sagt, glauben wir das mal. Ist da noch Zeug drin? Ja. Brauchen wir mehr Nahrung, habe ich gerade überlegt. Aber es ist so 6,6. Naja, also gerade so. Die mögliche Produktion ist auch ein bisschen höher. Stahl ist jetzt zumindest wieder in Ordnung. Eigentlich läuft alles halbwegs. Das ist ganz gut. Wir schauen mal, wie gut das hier weitergeht. Weil ich will jetzt nicht zu viel bauen, damit die Teilefabrik etc., dass die das jetzt hier hinkriegen auch. Wie sieht es denn bei euch aus? Ihr habt nicht sehr viel Aluminium gerade in der Tasche. Mhm. Dafür bauen wir das hier. So, das ist am Start. Aber eben auch hier noch ohne Wartungsanlage.
Hier hätten wir nochmal Aluminium und Eisen. So, Kampfdrohnenlimit bei 1200. Also vielleicht brauchen wir doch mehr Kampfdrohnen als die paar, die wir gebaut haben. Man weiß es nicht so genau. Was hätten wir denn jetzt hier? Verbesserte Kampfdrohnenwaffen. Oder einen größeren Drohnenstock mit bis zu... Sehen wir das hier eigentlich, wie viele da reinpassen? In den Drohnenstock 1 zum Beispiel. 100. Nee, 100 ZP. Was heißt das? 100 Punkte zum Bauen. Ich würde hier mal weitermachen. Wartet mal. Was ist das? Der Raumhafenlimit für den Weltraum. Kolonistenlimit plus 4000. Und hier wären wir schon nochmal plus 300 Gebäudelimit. Schnellste Straßen, nicht schlecht. Kernkraftwerk. Ich mach mal hier weiter. What defines Mars as a planet versus myself as an entity? Körperlichkeit und Wahrnehmungsvermögen, Stille und Kommunikation. Na, Körperlichkeit, sind wir im Körper? Nein. I can communicate with others and express my feelings and thoughts, unlike Mars. Genau. So sehe ich das auch. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz hier die Teilefabrik, ob wir die vielleicht, weil hier die Aluminiummine hat noch, ist die noch gar nicht gebaut, die Aluminiummine? Tatsächlich, weil wir hier keinen Stahl haben. Und warum haben wir keinen Stahl? Weil wir nicht genug Kohlenstoff ranbringen. Aber Kohlenstoff haben wir doch. Warte mal, was haben wir denn nicht? Eisen bringen wir auch ran. Seid ihr hier völlig überlastet, liebe Freunde? Kann das sein? Es geht eigentlich. Sollten wir noch eine zweite Relay-Station bauen, damit es hier ein bisschen schneller geht? Wo ist denn überhaupt unsere Relay-Station? Da ist eine. Ich glaube, ich baue hier mal noch eine Relay-Station rein. Ich glaube, das kann nicht schaden. Musik hat sich geändert, glaube ich. So. Dann hier dauert immer noch ein bisschen. Level 2 Biotechnology achieved. Still a way to go. Das Wasser wird größer, oder waren diese kleinen Flecken ja auch schon drin vorhin? Ich glaube nicht. Ich glaube, es breitet sich aus. Können wir das irgendwie genauer sehen? Nee, ne? Minus 17 Grad mittlerweile. Ausstehende Baumaterialien. Ja, ja. Ihr könnt weitermachen. Das da oben steht, da brauchen wir noch eine Wartungsanlage. Die Wartungsanlage steht jetzt auch. Die priorisieren wir mal nicht. Die braucht natürlich Arbeiter, aber das ist okay. Wartungsdrohnen 54 haben wir hier. Da. Kampfdrohnen 221. Aktuelle Kapazität 400. Mhm. Vielleicht bauen wir Hunden auch noch eine Kampfgeschichte rein. Also, ich würde mal nochmal Stahl priorisieren, hier unten. Die Stahlfabrik, damit wir den Rest irgendwie an den Start kriegen hier. Then again, speaking is not the only way to express oneself. Mars makes itself very clear in non-verbal ways. Da hast du recht. Wenn es der Mars selber ist, der mit uns spricht, dann macht er das ziemlich deutlich, dass wir hier nichts verloren haben. Das stimmt. Bauen die hier die ganze Zeit so Drohnen? Kostet uns das Energie? Oder beziehungsweise kostet uns das Ressourcen? Es sieht nicht so aus. Es sieht so aus, als ob diese Drohnen wirklich irgendwie so automatisch sich hier langsam auffüllen. Aber ich bin mir nicht sicher, das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Ja, die Relay-Station ist auf jeden Fall wichtig, hier nochmal eine zweite Runde zu machen. Hier sind schon vier draußen. Ja, ja, also das liegt wirklich daran, dass... dann machen wir lieber, priorisieren wir lieber die Relay-Station als das hier. Dann bringt der nämlich da mal das Zeug hin und dann haben wir endlich einen zweiten Arbeiter. Ich glaube, das ist sinnvoll. So, diese Dinger...
Habt ihr da Probleme mit der Straße eigentlich? Nee, ne? Oh, hier ist jetzt Sandsturm einmal kurz, aber das ist, glaube ich, in Ordnung. Scanner, zeig ich mal kurz. Ah! Ich glaube, es gab einen Patch. Oder ich habe irgendwas entwickelt. Gab es einen Patch, den ich gar nicht mitgekriegt habe, vielleicht? Wir haben auf jeden Fall jetzt hier eine schöne Übersicht über die Menge der noch... Oh! Die Menge der Materialien. Und da war es dann auch gewesen. Das war es gewesen mit der Siliziummine. Dann werden wir die gleich mal abreißen hier. Silizium haben wir aber hier unten nochmal gemacht. Da sind noch 1300. Alles erstmal in Ordnung. Eisen könnten wir ruhig noch mehr machen. Wir könnten jetzt hier mal anfangen. Aber ich möchte gerne, dass ihr zu Ende baut. Aber ich glaube, es ist okay, jetzt langsam wieder hochzugehen. Kolonistenlimit ist erhöht. Wir können eine Sauerstofffabrik machen. Wir sind jetzt, warte mal, wir sind auf Stufe 2. Hier sind wir auch auf Stufe 2. Hier sind wir noch nicht so weit. Und beim Militär sind wir auch auf Stufe 2. Da könnten wir die Kampfdrohnenwaffen verbessern. Wir machen jetzt, wir gehen hier mal auf Stufe 2 jetzt, auch wenn das Raumhafen-Limit jetzt noch nicht das ist, was ich als nächstes unbedingt machen will. So, und dann brauchen wir hier auf jeden Fall eine Wartungsanlage, die uns ermöglicht... Naja, da auf jeden Fall zu bauen. Ansonsten haben wir hier nicht so viel, ne? Wenn wir es da so hinzusetzen, dann können wir auch noch einen Scanner da oben nochmal dran setzen. Oder unten. So, das wäre dann auch nochmal eine Aufgabe. Wie sieht es aus mit dem Kontrollsatelliten? 6, 7, 8. Wollen wir noch ein paar, wir sind bei 55, wir können noch so ein paar Straßen vielleicht verbessern. Vielleicht einfach mal hier von der Aluminiummine rüber dahin. Achso, das sind dann hier diese beiden Straßenteile. Und vielleicht sollten wir das auch nach außen hin, ich meine, wenn wir das jetzt hier ranholen wollen, dann wird es ja, eng irgendwann. Da ist, glaube ich, diese Straße hier sehr hilfreich. Hier haben wir auch eine. Hier fehlt noch ein bisschen was. Wobei wir die Relay-Stationen doch, die müssen sich da ja auch immer... Komm, wir machen das auch nochmal hier durch. Dadurch lieber. Hier so lang. Also die Anzeigen haben sich irgendwie geändert, oder? So ein bisschen zumindest. Obwohl, nee, das sah schon so ähnlich aus. Das auf jeden Fall. Hier ist ein Achtungszeichen, weil das bald alle ist hier mit dem Wasser. Space Technology is truly groundbreaking. Finde ich auch. Hier sehen wir nochmal die Temperatur. Das scheint sich hier oben jetzt, ich gehe mal stark davon aus, dass das Rote das Wärmste ist. Ah, hier ja, 30 Grad. Haben wir hier 30 Grad schon? Hier minus 60 und hier 30 Grad. Ist ja Knaller. So, Biome. Da haben wir jetzt tatsächlich hier ein Meer. Was ist das? Ein Polarmeer hier. Und das ist Tundra. Nicht schlecht. Also es entwickelt sich. Es kommt uns natürlich auch näher. Ich weiß nicht, ob das jetzt uns hier schon direkt beeinflusst, dass wir hier jetzt Tundra haben. Ich sehe zumindest noch keine Pflanzen, die hier wachsen. Das wäre auch ein bisschen merkwürdig. Dafür ist, glaube ich, noch nicht genug CO2. Na, Quatsch. Sauerstoff. Obwohl, CO2 brauchen sie auf jeden Fall. Eine gute Frage. Was sie alles so brauchen. Okay. Okay, okay, okay. Sieht doch gar nicht schlecht aus alles. Wartungsanlage braucht noch. Dann schicke ich mal hier die Geschwindigkeit nach oben, bis wir den Sektor freischalten können. Teile. Ja, wir könnten noch mehr Teile machen vielleicht. Wenn ich nochmal in die Teilefabrik gucke, brauchen sie Aluminium und Eisen. Das ist nach wie vor... Nee, Aluminium und Stahl, richtig? Ja. Das ist nach wie vor, die Stahlproduktion ist nach wie vor eine enge Geschichte bei uns. Und Eisen gibt es eben nicht. Hier unten gibt es nochmal Eisen. Feindliche, feindselige Kräfte entdeckt. Aber es sind na 50, 75, 100. Sollte momentan zu schaffen sein. Aber... Hier unten ist natürlich ein bisschen enger. Wo wollen wir sie abfangen? Und kommen sie von mehreren Seiten, ist die Frage. Kommen hier noch mehr? Nee, es geht.
So, da die 65 holen mal die hier ab, die auf der Seite angreifen wollen. Die 79 gehen, ja, gehen wir erstmal hier gerade rauf. Und die 14 können sich mal mit diesen 21 da zusammentun. Und die 57 gucken erstmal nochmal, ob hier irgendwo anderes was kommt. Sieht aber nicht so aus. Dann werden wir uns erstmal hierhin bringen. Greifen die da an? Nein, sie greifen nicht an. Sie fliegen vorbei an den Solarfarmen, so wie ich das sehe. Wenn die zusammen sind, dann könnt ihr mal. Warum fliegt denn ihr oben rum, liebe Leute? Ach so, da sind sie. Na gut. Dann habt ihr alles richtig gemacht. Ich habe nichts gesagt. So, die gerne zusammen. Wunderbar. 35. Dann könnt ihr da schon mal angreifen. Und dann kommen die 50 von unten. Ah, da kommen noch mehr. Ist aber nur einer. Hä? Ah, nee, doch nicht. So, die 64 hier. Okay, da sind schon 5 nachgebaut. Da müssen wir gleich nochmal hinterher. Die fliegen immer einmal zurück, um sich wieder aufzuladen, ne? Oder um sich einmal zu heilen oder sowas in Richtung. So, die 64 darüber, die 5 schon mal hier rüber irgendwo. Die 35 sind ein bisschen spät dran und ihr könnt. Na, der eine macht mir jetzt irgendwie keine Sorgen. Dann fliegen wir mal hier rüber. Ihr sollt mal die da abfangen, bitte. Ja, unsere Drohnen sind langsamer als die des Gegners, wie ich das richtig sehe. Da kommen nochmal 25. Auf der Seite ist erstmal Ruhe. Dann hier bitte einmal runter mit den 64. Der eine wird abgefangen, hoffe ich mal. Bitte mal einmal abschießen hier, bevor ihr da jetzt Ärger macht. Hat sich erledigt, dann bitte hier weiter runter. So ist es nicht. Da wird angegriffen, die Solarfarm in der Mitte. Da mit einem doppelten Schlag mal drauf. Mit 35 und 57 sollte reichen. Kommt da noch mehr? Nein. Dann sieht jetzt alles erstmal cool aus. Und sobald hier Ruhe ist, was jetzt schon quasi der Fall ist, könnt ihr die schon mal wieder, dann fliegen wir hier schon mal wieder runter. Beziehungsweise hier rüber. Die 76 können eigentlich wieder nach Hause. Ihr könnt auch nach Hause, die 64 können ja nochmal hinterherkommen und die 5 können auch wieder zurück. Okay, keine Gefahr, keine schlimme Geschichte. Ich denke, wir bräuchten sogar nicht mal die jetzt hier noch rüberschicken, aber zur Sicherheit mal. Ihr seid eh hinterher, dann, ups, dann doch bitte mal direkt dahin, wo sie, na, dahin. Greifen des Forschungs, den Forschungsaußenposten an. So, die 64 können wieder zurück. Ihr könnt euch wieder aufladen. Da hinten an der Station. Ihr habt hier für Ruhe gesorgt. Alles klar. Sehr gut. Erstmal alles sehr gut. Alles funktioniert. Elektronik, Teile, nach wie vor das Problem. Okay, Weltraumtechnologie, Raumhafen. Wir können die Atmosphärenbremsung machen. So, jetzt machen wir erstmal die verbesserten Kampfdrohnenwaffen trotzdem nochmal. Für den Fall, dass das jetzt hier richtig krass wird. Und wir schauen nochmal, wie weit wir hier sind. So, noch ein Elektronikteilchen und ein Teilchenteilchen. Und dann sind wir hier fertig. Bitte nochmal priorisieren, wenn es geht. Wie sieht es mit den Spiegeln aus? Die sind fertig. Ah, okay, die Rakete startet gleich. Sehr gut. Was ist los in der Teilefabrik? Sie haben keine. Na? Vorrat? Jetzt wird das mal rübergebracht. Hier, warte mal. So, jetzt ist das Teilchen da. Jetzt muss noch ein Elektronikteilchen darüber. Die bitte mal zusammentun und die auch zusammentun. So, der ist wahrscheinlich gestartet. Jawohl. Dann lassen wir das jetzt mit der Weltraumspiegelanlage nochmal. Ich gucke nochmal. 307 haben wir momentan. Dann würde ich da die nächste Runde mal sein lassen.
Und entweder nochmal Treibhausgase. Haben wir da jetzt schon zwei? Können wir das schon sehen? Zwei von 15 Starts. Ach so, wir müssen 15 Stück davon machen. Das ist natürlich... Ah, verstehe. Verstehe, verstehe. Dann machen wir das einfach weiter. Das ist halt so teuer hier, der Scheiß. Ja, komm, mach's doch nochmal. Ist vielleicht nicht schlecht, aber wir müssen diese Teileproduktion mal, Teil- und Elektronikproduktion, die müssen wir irgendwie aufwerten. Okay, also nochmal. Elektronik, wir brauchen Aluminium, Silizium. Wir sind ja jetzt... Ah, die Wartungsanlage steht. Dann machen wir doch hier oben schon mal zwei weitere Minen. Eine Aluminiummine und eine Eisenmine. Beide auf Klasse 1 erstmal. Oder Stufe 1. Silizium hätten wir auch hier oben. Und zur besseren Überbrückung, nicht Überbrückung, zur besseren Transportfähigkeit. Wo sind diese Stationen? Naja, hier irgendwo. Also machen wir jetzt nochmal einmal hier eine Straße dahin. Und von hier aus gesehen bitte nochmal eine Straße ganz hier hoch. Das wird wieder dauern. Aber okay, es geht langsam, aber sicher voran. Elektronik ist halt das Problem. Okay, Silizium. Wartet mal. Hier ist Silizium, Aluminium aber nicht. Mann, dieses beknackte Aluminium. Wo können wir das denn gut bauen? Hier ist nochmal Silizium. Hier wäre auch eine Aluminiummine, wenn wir sie denn endlich mal bauen würden. Dann machen wir hier nochmal Action. Mit Kohlenstoff, Silizium, Chemikalien bauen wir hier nochmal so ein Ding rein. Aluminium und Eisen ist die andere Geschichte. Dann machen wir erstmal Elektronik hier nochmal hin. Da so von mir aus. Aber mit dem Silizium daneben auch nochmal ran. Dum, dum, dum. Falsche Mine. Habe ich jetzt eine Klasse 2 Fabrik gebaut? Ja. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Fabrik nochmal Klasse 1, bitte. So. Und für die Teile gucken wir uns nochmal was raus. Irgendwo anders. Jetzt kann es erstmal wieder weiterlaufen hier. Wie ist es hier? Der Satellit wird gebaut. Für den Sektor 01 ist gleich fertig. Dann schauen wir da nochmal drauf. 96, 97, 98, 99, Liftoff. Oder? Ah, jetzt wird gestartet. Okay. Noch nicht Liftoff. Der Satellit ist gebaut, aber losgeschossen wurde er noch nicht. Aber jetzt gleich. Ja, ja, Teile Elektronik. Wir sind dran an Teil und Elektronik. Wir müssen nur einen besseren Platz finden dafür. Irgendwie. So, jetzt aber. Ich sehe ihn gar nicht. Ah, genau im richtigen Moment macht sie natürlich wieder eine Reflexion hier. Ach so, ja. Das ist schön. Ich glaube, dann sind wir erstmal eine Runde safe. Also wenn es so bleibt wie gerade eben, diese Angriffe, dann können wir die, glaube ich, so erstmal zurückschlagen. Aber natürlich wird es irgendwann anders sein. So, wo ist der Satellit? Auf jeden Fall haben wir das Spezialprojekt abgeschlossen. Die Direktive ist abgeschlossen. Feinde in SA1. Und was haben wir hier? Spezialprojekt Sektor 1 freischalten ist abgeschlossen. Und die Forschung Weltraum 2 ist abgeschlossen. Ich habe eine hostile Base in diesem Bereich. Sie sind armed und aggressiv. But I have the mission to protect. What should I do? Ach du Scheiße. Angriffs- und Verteidigungsstrategie. Verteidigung aufbauen. Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, Moment mal. Darf ich mal kurz mit denen sprechen oder was? Ich meine, die sind ja keine... Wir können die natürlich jetzt komplett weghauen hier. Beides. This hostile force is a complete unknown. I should be prepared for anything. I can prepare to attack. As well as build up defenses.
and decide later on what to do. Ja, ich meine, warte mal, wie machen wir denn das jetzt überhaupt? Also, das ist jetzt hier freigeschaltet. Die sind natürlich, also ich meine, letzten Endes werden die von alleine wegkommen, wenn wir jetzt hier alles erwärmen und dann hier sich alles mit Wasser füllt, dann kriegen die eh ein Problem. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt mal da drauf gucken, haben wir hier 129 und 50, 150, 180 Drohnen. Wir haben ja jetzt schon 244. Also wir könnten theoretisch da jetzt direkt angreifen, sehe ich das richtig? Ich könnte jetzt direkt sagen, zerstören. Aber das können ja auch ganz friedliche Jungs sein. Oder ist es automatisch hier alles böse? Das haben wir abgeschlossen, jawohl. Ich bin ja eigentlich nicht derjenige, der gerne sofort irgendwas tötet. Aber wir kommen uns erstaunlich nah. Also was wir machen können, ist natürlich mal gucken, was jetzt passiert, wenn wir uns irgendwie in die Quere kommen. Aber ich würde mal sagen, wir bereiten uns zumindest mal darauf vor, dass die alles voll haben. Was haben wir denn gerade? Also die Dampfdrohnenwaffen werden wir machen. Wie viel sind wir jetzt bei maximal 1200? Wir können die Drohnenstöcke aufwerten nochmal. Das können wir ja schon nochmal machen, oder? Kolonie 3, genveränderte Pflichten. Ja, das ist ja alles cool. Wir bauen erstmal die Spiegelanlage. Damit brutzeln wir denen quasi wirklich den... Boah, da gab es gerade einen Schlag. Aber es hat keinen Wassersplash gegeben. Brutzeln wir denen quasi hier oben was weg. Mann, ich kann euch gar nicht sagen, wie gerne ich jetzt eure Meinung einholen würde. Aber ich habe eigentlich noch zwei Folgen in dieser Weihnachtswoche. So, na gut. Elektronik geht schon wieder ein bisschen besser. Ein paar Teile haben wir auch mehr. Das ist doch gut. Greifen wir die jetzt an? Verflixt nochmal. So, ich würde sagen, noch eine... baut unsere Kampfdrohnenfabrik alle Drohnen für alle Stationen, ja? Dann hat die ja echt einiges zu tun. Bauen wir hier unten nochmal so eine Drohnenstation rein. Irgendwo so in die Mitte. Oder hier. Das ist eigentlich ziemlich gut. Dazwischen finde ich nicht schlecht. Hier ist keine Wartung, stimmt. Da vielleicht. Hast du das jetzt gebaut oder willst du jetzt erstmal so? Was braucht den meisten Schutz? Die Energieversorgung, Terraforming, Gebäude, die Kolonien. Naja, wenn wir um Menschen denken, die Kolonien, Energieversorgung sowieso. Ich würde sagen Energieversorgung. Wenn die Powerplants sind zerstört, dann wird die ganze Base verloren. Das ist der praktische Platz, um zu defenden. Ja, ich fliege ja da dann hin, oder? Also, oder muss ich da jetzt irgendwas drumherum bauen hier? Also, liebe Freunde, das ist ja geil. Die sehen halt genauso aus wie wir. Das ist doch einfach die andere Mission, oder? Das sind einfach freundliche andere. Das ist hier der Kampf der AI oder sowas. Die haben einfach mehrere hochgeschickt und der Beste soll dann überleben, weil sie sich wieder an den guten alten Darwinismus erinnert haben. Die haben allerdings haufenweise... Ach nee, das sind alles Wartungsanlagen. Ich dachte gerade, wir hätten hier 20 Stahl... Eisenmine, Stahlfabrik. Ja, hier ist schon... Also die haben schon viel... Obwohl, nee, das meiste sind Wartungsanlagen hier. Ich dachte, sie hätten haufenweise mehr Stahl als wir. Sie sind ja auch in der Gegend, wartet mal, scannermäßig. Naja, sie sind hier, wo es sehr viel Chemikalien gibt. Aber ja, hier oben ist der große Eisenanteil. Na gut, dann schauen wir mal, was wir beim nächsten Mal da so noch anstellen. Ich gucke mal ganz kurz nochmal in die Datenbank. Da wollten wir nochmal reinschauen. Die haben wir uns angeschaut, glaube ich, oder? Terahertz. Genau, das haben wir uns angeschaut. Wir schauen mal auf die anderen, die Epoche der Menschenexpeditionen und da auf die bisherigen Missionen, die es bisher gegeben hat. Masi. Masi war die erste vollständig von Robotern betriebene Forschungsbasis. Irgendwann sollte eine bemannte Crew kommen und die Einheiten warten und reparieren. Doch die gesamte Forschungsarbeit wurde von Robotern geleistet. Sie studierten an sich selbst die korrosiven Effekte von Marsstaub auf Roboterschaltkreise. Es erinnerte ein wenig an eine Selbstmordmission.
Dank ihres Opfers haben wir gelernt, wie wir widerstandsfähigere Roboter und Drohnen bauen. Okay. Und die Huolong, da sollten wir jetzt auch echt mal reinschauen, weil vielleicht ist das ja irgendwas hier von dem, was wir gerade sehen. Also, Missionsberichte, kleine Kolonie. Die chinesische Regierung hat die Existenz der Huolong-Mission immer abgestritten, weshalb so wenig darüber bekannt ist. Das häufigste Gerücht besagt, dass die Mission insgeheim von einem Weltraumunternehmer finanziert wurde. Es gibt aber auch Theorien, dass alle an der Mission beteiligten Techniker mit Drohungen zum Schweigen gebracht wurden. Es gibt keine offiziellen Aufzeichnungen der Huolong-Mission. Die häufigste Theorie ist, dass es eine chinesische Mission war, die Atomwaffen auf die Marspole abfeuern sollte. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass solche Waffen jemals eingesetzt wurden. Chinas Weltraumprogramm wurde auf Eis gelegt, als sämtliche nationalen Ressourcen darauf verwendet werden mussten, die Hungersnot auf dem asiatischen Kontinent zu bekämpfen. Alles klar. Und Forschungsaußenposten, kleine Kolonie. Das haben wir ja schon abgeschlossen. Wir konnten das Gebäude mit Hilfe von MMEV-Batterien mit Energie versorgen und unsere Untersuchungen durchführen. Wir glauben, dass es sich um ein verlassenes Habitat der Huolong-Mission handelt. Das Gebäude ist noch in gutem Zustand. Wir nehmen es wieder in Betrieb und ein paar von uns sehen es sich von innen an. Unsere größte Entdeckung des Tages war eine Karte, die den Standort einer weiteren Einrichtung an den Koordinaten 16 blablabla Atomsilo zu zeigen scheint, wo wir ja auch gerade schon am Forschen waren. Das ist auch abgeschlossen. Bei unserer Ankunft fanden wir am Eingang eine knöcheltiefe Staubschicht vor. Das Strahlungsniveau war hoch, auch aber weder unerwartet noch gefährlich. Unsere Raumanzüge waren mehr als ausreichend, um uns gegen die Strahlung zu schützen, sodass wir das Gebäude näher untersuchen konnten. Wir fanden den Aktionsplan der Mission. Sie wollten die Atomwaffen in diesem Silo an den Marspolen hochgehen lassen. Huolong war real. Okay. Das sind also nochmal neue Informationen über diese Mission. Wir wollten eigentlich auch noch hier auf die hergestellten Ressourcen schauen, aber das machen wir dann beim nächsten Mal, liebe Freunde. Wir sehen uns. Jetzt schaue ich einmal auf den Upload-Plan. So, diese Folge kommt am Dienstag. Die nächste Folge per Aspera kommt am, wenn ich nicht noch ein bisschen was umstelle, aber ich glaube, sie kommt am ersten Weihnachtsfeiertag. Und ich würde sagen, bis dahin wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest. Bis dahin, macht's gut, feiert schön.